Ich habe mich mal wieder ins Ödland gestürzt. Ich glaube, das wurde mal wieder Zeit. Nicht? Oh, ist das hart, ey. Oh, ist das hart. Ich habe jetzt die ganze Zeit Spiele gespielt, wo man mit Controller, also mit Xbox 360 Controller. Und jetzt, wo ich wieder Fallout New Vegas spiele, spiele ich das ja mit Tastatur und Maus. Oh Gott, wie das wieder vorkommt, ey. Oh, das war mit Tastatur und Maus. Das war. Oh, der Konsolenspieler. Naja, ich bin ja auch ein Gelegenheitskonsolenspieler, also will ich euch nicht verdammen. Oder die verdammen. Erstmal muss ich mich wieder gewöhnen, diesen zwei Bildschirmen, ey. Was habe ich denn gemacht? Die Wüste lebt. Ach ja, genau, stimmt ja. Ich war ja letzte Folge in Prim. In Motherfucking Prim, wo die fucking Legion war. Und jetzt bewege ich mich wieder zu der NK und sag ihnen, die Legion war da und hat ein bisschen das Lotto-System wieder eingeführt. Beziehungsweise die Lotterie. Ein bisschen Glücksspiel, ne? Nicht nur in New Vegas, sondern auch im Prim. Aber woher braucht ihr nicht irgendwie ein Skill, um jemanden zu überzeugen? Sprachskill? Habe ich die nicht mittlerweile geskillt? Wo muss ich mal nachgucken? Habe ich keine Ahnung hier. Oh, Tonne. Wo muss ich hin? Ach ja, der Typ da oben war das. Hallo, mein Freund. Ich bin wieder zurück aus Prim. Ach ja, ich habe auch diese Texte immer synchronisiert. On the fly, Motherfucker. Gott, bist du weiß. Waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Na, warum wohl? gucken wir, was sage ich denn? Aber ist eine Zickergrube. Okay. Mimi, mimi, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen in mein Synchron Brabbeldi-Brabbeldi. Nippen wurde von. Nee, gar nicht. Das spricht man anders. Nippen wurde von. Ja. Ich weiß schon, warum ich das immer nachträglich mache und nicht jetzt im Spiel selbst eigentlich. Naja, egal. Man gewöhnt sich dran, also, beziehungsweise man kommt da rein. Nicht lange labern, sondern einfach jetzt den Text labern. Nippen wurde von der Legion angegriffen. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz. Oh, verdammt! Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell. Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Warum? Hatten Sie dort vielleicht Freunde? In Nipton? Nie im Leben. Das war ein Drecksloch und es hat sein Schicksal verdient. Aber nicht durch die Legion. Sowas verdient niemand. Nun, danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben. Richtig, Der Abgabe. beschissene Mojave geht vor die Hunde und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. Kriege ich was? Na, Erfahrungspunkte. Hui. Haben Sie vielleicht noch eine Quest? Wenn ich schon mal hier so rumstehe? Danke für die Hilfe. Nämlich. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Ihr seid unmotiviert, ihr Penner. So, gehen wir mal rein und gucken wir mal, ob wir den Skill geskillt haben. Den Sprachskill. Willkommen zurück, Damen und Herren. Kurz sagen, steht ihr da? Ja, natürlich. Schnell speichern, offener Sinn ist. Hallo. Sie haben schon viel Gutes getan und sind ein Vorbild für andere. Ich weiß, dass Ranger Jackson das sehr an Ihnen schätzt. So. Ich würde mit Ihnen gerne über Prim sprechen. Haben wir zwar schon mal gemacht, aber egal. Prim. Hayes-Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Genau. Gucken wir mal. Einer der Insassen der NKJVA bittet um eine Begnadigung, damit er Prim verteidigen kann. Einen der Pulverbanditen? Die machen uns nur Ärger. Warum sollten wir einen von denen in ein offizielles Amt erheben? Ah, jetzt habe ich genug. Sprache 30. Oh, seine Strafe ist fast abgesessen und er hält sich aus dem Ärger raus, den die anderen anstellen. Nicht ganz super, aber okay. In Ordnung. Wenn seine Haftstrafe eh fast verbüßt war, kriege ich ihn vielleicht begnadigt. Prim ist wichtig für unseren Handel mit Kalifornien. Dort jemanden zu haben, der uns etwas schuldet, das könnte nicht schaden.
Richtig, wird eben nicht der Roboter. egal. Wie kann ich, ich frage mal, wie kann ich helfen? Noch mehr, als Sie schon getan haben? Können ja mal rumfragen, aber Sie haben während Ihres kurzen Aufenthalts schon verdammt viel geschafft. Nur weil ich eine einzige Quest gemacht habe? Nein, also mein. Bis bald, ich höre mich weiter um. Sir? Jo. Gucken wir, hat hier vielleicht unser anderer Typ hier, dieser Typ, der extrem scheiße aussah. Brauchst du denn da pissen? Na, scheiße aussah, noch eine Quest. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Oh nee, zwei Quests, die habe ich auch schon mal gemacht. Okay, wenn Sie nichts haben, dann gehe ich lieber. Passen Sie auf sich auf und erholen Sie sich ein bisschen drüben in der Kaserne, wenn Sie möchten. Erholen? Mit Alkohol? Das ist nicht erholen. Naja, für andere schon, aber nicht für mich. Ich muss den Typen sagen, dass er begnadigt ist. Guck mal, ja, zeig noch die Wegpunkte. Aha, ich muss einem Bescheid sagen, oder wie? Er ist begnadigt, er ist begnadigt, er ist begnadigt, er ist begnadigt. Wahrscheinlich. So, gucken wir mal. Da ist ein Punkt. Der ist er. Hallo. Guten Abend. Du komischer Cowboy. Danke, dass Sie mir die Begnadigung besorgt haben. Ich und meine Jungs werden den Prim nach dem Rechten sehen, versprochen. Na, hoffen wir mal, ne? Sonst komme ich wieder und dann gibt's Headshot. Wir haben noch einen Roboter im Ärmel, den ich umprogrammieren kann. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ach ja, auf Wiedersehen, habe ich gar nicht gesagt. Okay, ich muss nur einer von denen, muss ich denen sagen, dass er der Boss ist. So, ich glaube, für den Roboter habe ich auch noch nicht genügend Skill. Der brauchte 55, glaube ich. Fette 55 Reparatur liegt da schon vor. Kriegen wir mal zu stinken. Wissenschaft. Ach ja, genau. Reparatur von mindestens 55. Ich glaube, ich habe keine 55. Statistik. Stimmt das Special? Nein. Na. Ja. 48. Reparieren 55. Ah, ich habe genau 55. Wie geil. Naja, probieren wir es mal. Reparatur versuchen. Einige Sensoren. So, ja, Elektroniken Augenschein nehmen, Wissenschaft. Dann brauchen wir 55. Wie dumm. Reparatur versuchen. 55. Ah, verdammt, ey. Einige der Servomen und Gyroskope müssen gerade die ganze große Roboter reparieren können. Toll, 65. Dumm. Wenn ich hier aufklicke, Elektronen Augenschein, dann brauche ich wahrscheinlich irgendwas, ne? So, Wissenschaft oder von 55 oder Reparatur von 65. Ah. Scheiße. Das heißt, ich muss Wissenschaft auf 55 bringen. Okay, das mache ich, wenn ich nächstes Mal level. Habe ich aktuelle Quests? Habe ich nicht, ne? Canyon Rock. Aufgaben, hier ist Stein. Was? Über Gräueltaten der Legion berichten? Da muss ich dahin. Ah, auch zum Outpost. Hier muss ich Nachbescheid sagen und sagen, oh, die Legion. Die hat böse Sachen gemacht. Die da. Auch du siehst scheiße aus. Hab gehört, dass sie Jackson ausgeholfen haben. Danke dafür. Die Karawanen warten noch immer auf die Freigabe, aber wenigstens tut sich was. Die Legion hat Nipt angegriffen, alles verbrannt, und hat jeden getötet. Was? Das kann nicht sein. Wir sind Meilen vom Colorado entfernt. Sie warten nicht mal, bis der Dampf fällt. Sie sind schon hinter der Grenze. Wir werden sie nicht aufhalten. Wir werden untergehen. Danke für die Neuigkeit, auch wenn es keine gute ist. Ich sag's den Männern. Okay, das war die Quest. Stopp. Sagen Sie es die Männern, ich guck mal, was ich noch so im Petto habe in Aufgaben. Habe ich neue Aufgaben hier rausgeworfen? Gefangenen retten? Okay, da muss ich nach da. Das sieht aber schon gut an. Was? Case ertränkt ihre Sorgen in neuer Aufgaben. Ihr Rat arbeitet für ihre. Achso. Neues Reisen, Novak angefangen.
Was? Über Nipton nach Novik reisen? Sich in Novak nach Männer finden, versucht haben, sie zu töten. Achso, das ist die Hauptquest. Mein Name ist ihre Madre. Okay, das heißt, die eine Quest scheint doch die nächste zu sein. Die Wiedervereinigung. Ach, das ist eine Dings-Quest. Nein, die will ich ja noch nicht machen. Ich will ja noch nicht zum DLC. Noch nicht. Das kommt noch. Gut, also noch haben wir es mal rausgeworfen. Das ist nämlich in der Nähe. Oder beziehungsweise das nächste. Ja, Drive-In. Na gut, dann reisen wir nach Tripton und gehen von da aus Richtung Kartmarkierung. 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 Was habe ich eigentlich für eine Waffe? Die ganze Zeit jetzt nur durch die Gegend gerannt und unterhalten. habe ich gar nicht gesehen, was ich für eine Knarre habe, aber sieht aus wie eine Schrotflinte. Dann bin ich froh, wenn ich die guten Waffen habe. Aber ich bin auch noch nicht weit im Spiel. Ich habe jetzt mal gerade, das ist der vierte Part, aber boah, die gehen alle fast eine Stunde, ne? 4 Stunden gab ich schon an dem Spiel? Heilige Scheiße, was habe ich denn gemacht, ey? Wie die Zeit umgeht. Und damals, ey. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr damals Zeit bekommen habt, aber wenn man mal irgendwie so an den PC wollte, Mama, darf ich an den PC? Jo, eine halbe Stunde. Hängt ihr da auch so, eine halbe Stunde? Da komme ich ja nicht mehr bis zum nächsten Save Point. In mein Jump'n'One-Spiel oder was man auch damals eben gezockt hat. In meinem Fall eben Rayman, Kommandos. Kommandos heißt das Spiel, ja, hieß das Spiel. Was hab ich damals noch gespielt? Half-Life? Nee, Half-Life kam erst viel später. Was hast du gespielt? Revolverheld, hat er mich schon gesehen? Ja, genau. Scheiße. Stirb! Dumm, der hat nicht mal ein. Dann stirb eben. Oh, was? Verteidigung? Ah, reicht's schon! Nee, aber dir reicht's, du Wichser. Ja, toll, das bringt nicht viel. Der ist dagegen geschützt. Ja, ich glaube, ich brauche Energiewaffen. Hab ich eine? Bestimmt. Laserpistole, aber alle im Arsch. Keine Munition. Die ist auch ziemlich Schrott. Scheiße, ey. Nichts Vernünftiges habe ich hier, ey. Nichts Vernünftiges. Na doch, die Idee ist gut. Schießt bestimmt scheiße Lamsang. Ach nee, gar nicht. An dem war nur scheiße, dass er. Verdammt! Wow. Okay. Richtige Waffe und dann war gut. Ich dachte, hier war nur das Nachladen scheiße. Aber starke Waffe. Jetgurken. Mit so ganz behalten. Oh, Metallrüstung nehmen wir auch mit. Ich weiß gar nicht, trage ich nicht auch selbst gerade eine Metallrüstung? Leichte Metallrüstung. Metallrüstung. Ah, bleiben wir bei der leichten Metallrüstung. Dann kann ich mich ja ein bisschen mehr bewegen. Ui, kann ich über das Ödland streifen oder fliegen. Ui, ich bin so fliegeleicht. Fliegeleicht. Oder was habt ihr damals, ja genau, oder was habt ihr damals so gezockt damals so? So, 90er mäßig, ne? Einen rechten Rechner haben wir so 97 bekommen. Guck mal, das ist ja von 98. Ja, Mega Waves 2 habe ich ja damals gespielt. Das habe ich ja mittlerweile auch schon LP'd. Natürlich damals, als ich noch blutjung war und noch nicht so gut in Spielen und Kommentieren, aber. Naja, ad acta gelegt, so gesagt. Ad acta. Da, ach ja, da kommt ja noch ein Video. Da hat mich ja jemand angeschrieben, mit dem ich noch ein Video machen wollte. Oh, mit dem muss ich mich irgendwann. Oh, ich, nee, das schaffe ich hundertprozentig nicht. Ich muss mit dem noch zusammensitzen und dieses Video machen, ey. Dieses besondere Video, ey. Es liegt auch bei der Festplatte und muss nur noch entbearbeitet werden oder synchronisiert werden, beziehungsweise mit ihm. Und dann, ja, kann ich es hochladen. Was zur Hölle? Sind das Typen? Ah, ist ein Händler. Ja, Händler. Ich glaube, ich gerade was zur Hölle läuft denn hier links, ey. Hallo, Leute. Ich glaube, ich habe zwar gar keinen Schrott dabei, aber. Hallo. Söldnerin, Söldner, Eisenhändler. Hallo, brauchen Sie was? Ja. Zeig mal deine Ware. Klar, hier ist mein Sortiment. Weiß gar nicht, habe ich irgendwas zum Verhökern? Ich habe 2 Pistolen. Die kannst du haben. Ah, hast du ein paar. Deckel. Wo das Kronkorken sind. Keine Ahnung, wo das Deckel heißt. Ob das ein Übersetzungsfehler ist oder so? Keine Ahnung. Was hab ich denn noch? Hackebeil. Das kannst du auch haben. Messer. Kannst du auch haben. Splittermin. Min mag ich sowieso nicht.
Also genau wie Granaten, mag ich auch nicht. Kannst auch haben. Gut, sonst habe ich nichts mehr an Waffen zu verkaufen. Habe ich noch Hilfsmittel. Schieße ich mir noch alles selbst in den Rachen. Sonstiges. Haarklammern, ja klar, ich kauf Haarklammern. Die Spritze, die kannst du haben. Lotterieschein. 7 Stück. Schachtelzigaretten. Wiegen die was, Lotteriescheine? Nö. Hauptsache Wert 70. Stumpf. Was? Du hast nicht genügend Geld? Ja, dann muss ich dir wohl irgendwas abkaufen. Wow. Ein Steampack. Arschloch. Hast du nicht Munition? Doch. Sonderpatrone? Wir mal davon ein paar. Davon ein paar. Alles, was du hast. Hier. Oh. Mini-Atombombe Riesenbaby? Kleine Knipse? Heilige Kuh. Scheiße. Die Zelle. Heilige Scheiße. Gar nicht teuer. Nein, überhaupt nicht. So, zwei LE-Patrone. Patrone von 0. Energiezellüberladung. Kaliber Schrot. Pulskugel. So. Hier, Lotteriescheine kannst du haben. Warum sind die 70 wert, ey? Ja. Ja. Wer geht? Nee, wert 70? Nee. Ach ja, stimmt, ja. Dafür brauchen wir, glaube ich, falschen. Rollkantine, das ist DLC. Glaube ich. Ja, da geht lieber dein Geld und die Munition. Vielen Dank. Obwohl, respawn ihn nicht wieder, Reisenhändler. Der schleppt so viele Söldner mit sich rum. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das schaffe, ihn auszurotten. Ich glaube, etwa die respawn, die Reisenhändler. Jo, ich muss mal bitte nachlesen, ob die respawn. sonst kann ich sie abmurksen. Abmurksen? Abgenommen, euch Wichser. Was? So. Hölle? Was sind die denn? Ein K? Okay. Na, reicht schon? Ach, die Legion. Sprechen. Holt dir! geil, das ist alles freundlich hier bei mir. Groß bringt sie um, damit ich die ausrauben kann. Ohne einen negativen Links zu bekommen. Könnt ihr nicht mehr treffen, ey? Dynamit. DGA-Szenarios. Was ist denn der Piss wert, ey? Gar nichts, ey. Noch nicht viel. Warum habt ihr eigentlich Dynamit mit, ey? Komisch, dass sie diese komische Währung von denen annehmen. Weites Wasser. Was alle? Nur den Typen, den ihr hier nicht töten könnt. Na, reicht schon. Mann, was kriegt ihr überhaupt hin? Au, was zur... Wer war das? Warum? Au. Ich bin nur euer Freund. Ich hab euch vertraut, ihr Arschgeigen. Aber ich bin kurz vorm Ziel. Was? Let it all end? Lass alles enden? Quiet your winning. Beende dein Gewinn. Ach nee, whining. Whining? Was war das nochmal? Whining. Wein? Nein, das ist ja was anderes, Cry. Ich weiß gar keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, was Whining heißt. Hier müsste ich jetzt so Dude aufschlagen oder so, oder irgendwie nachgucken. Oh, meine Geltung wieder zurück? Nein. Ich habe heute schon zu viel gespielt. Zu viel gelbet und geredet. Das war's für meine Stimme. Ah, Legion. Bestimmt irgendwie Versklavung oder irgendwie so ein Scheiß. Deswegen habe ich die Quest auch vorher nicht gehabt. Nur in allen Spielstellen, weil ich gleich die Legion angegriffen habe. Ich habe sie gesehen und gleich angegriffen, ey. So, tut mir leid, Leute, aber ich muss einmal kurz was trinken. Oh, das konnte ich nicht weiterspielen, ey. Euch geht's ja gut. Ich glaube, es gibt auch als Quest eben, dass ich die raushole, glaube ich. Pulverbandit, sprechen. Ihn gefesselt lassen. Ansonsten hassen die mich ja gleich. Was geht? Hüten Sie Ihre Zunge, liederliche Person. Was willst du denn?
Puffs Maul? Könnt ihr euch wieder ausrotten wie damals? Hä? Mein alten Spielstand. Arme. Sie, dies ist nur ein Teil unserer Abordnung. Weitere sind unfern stationiert. Okay. So, die soll ich. Ach so, nee, gar nicht. Das ist ja hier rausgeworfen. Die Gefangenen retten. Wenn ich das mache, hassen die mich aber. Aber die Legion stinkt eh. Nein, 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 nein. Ich habe ja gesagt, wenn, dann will ich auch was anderes probieren. Case ertränkt ihre Sorgen. Ja. Novak? Wo muss ich da hin? Schön, wieder zurück. Stopp. Muss ich da jemanden ansprechen oder was? Da muss ich in ein Gebäude rein, muss ich irgendwas aufheben, muss ich ein Feuer verbrennen, was muss ich machen? Hm? Haben sie Post? keine Name, prügelt aktuell. Was hast du heute gemacht? Prügeln? Geprügelt. So, Garde, bist du glücklich? Jetzt bin ich hier. Und hier ist ein Bahnübergang. Bahnübergang, horchen. Links gucken. Rechts gucken. Bei die Schranke so und ich muss warten, bis er zukommt. So, hier noch Bahngeräusche. Das sind nur die Musik im Hintergrund. Ich denke, es kommt wirklich noch ein Zug. Hä? Ganz toll. Ganz toll. Super. Na, jetzt muss ich nach da reingehen, damit er nach da oben den Punkt baut. Was ist ein Schwachsinn, ey. Überhaupt nach Novak. Da gibt es eh, glaube ich, nur ein oder zwei kleine Quests. Also für die Hauptquests. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass diese dumme Dino da irgendwo war. In Novak. Den werdet ihr auch gleich sehen. Ah ja, ich habe die Waffe, gut. Das heißt jetzt durch die Wüste rennen. Die schöne Wüste, obwohl. Komische Wüste mit Hügel und so weiter. Eigentlich eine Wüste ja immer nur so Berge und so wegen den Wind, der da durchzieht. Hm, oh naja. Ja, mir geht jetzt gerade der Gesprächsstoff aus. Das ist doof. Doof, wenn man keinen Gesprächsstoff hat. Ich hätte mir meine Textdatei aufrufen sollen mit diesen Stichpunkten, die ich immer mache. Damit ich immer am Ball bleibe und immer weiß, was ich sagen soll. Außer das Spiel kümmert sich drum. Was ist denn jetzt wieder los? Hallo? Wer ballert sich denn hier ab? Und wenn ihr euch abballert und stirbt, dann räuber ich euch aus. Eine Win-Win-Situation. Ihr verliert das Leben? Nee, gar nicht, das will ich ja verlieren. Mein anderer gewinnt das Leben. Und ich gewinne die Sachen. Mach. Schießen die denn her, ey? Da? Ist da oben jemand? Ich höre es nur rumbumsen, aber ich sehe nichts auf der Karte. Wer bist du denn? Prim ist eingeknickt und hat die RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu fühlen. Prim hat einen neuen Sheriff. Ja. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Aber der steht einfach so dumm rum und. Mit dem Nichts. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie. Bewachung für den komischen Ort hier. Ist das ein Kraftwerk? Ach nee, das ist irgendwas Umgebautes. Ach ja, genau. Ich glaube, hier sind Pulverbanditen drin. Oder? Religion? NK? RNK Station Charlie. Okay, RNK. So, RNK, wo ist euer Boss? Wo ist euer Boss? Da? Ich will nämlich Mission machen. Hallo. Jupp. McCarran mag es nicht, wenn Zivilisten in Außenposten des Militärs rumlatschen. Wenn sie hier was zu erledigen haben, dann beeilen sie sich damit. Oh, ich bin ganz Zivilist. Okay. Was sagten sie über McCarran?
Der Funkkontakt hier draußen wird wegen der Hügel öfter mal gestört. Und manchmal gehen geplante Updates nicht durch. Wenn das oft genug vorkommt, dann kommt jemand, um nach uns zu schauen. In letzter Zeit kriegen wir seltsamerweise zusätzliches Sanitätsmaterial. Ich habe auch keine Eile bei der Rückgabe dieser Vorräte. Das glaube ich dir. Genau, was dagegen, wenn ich mir noch was von dem medizinischen Material mitnehme? Aber jetzt nochmal, warum nochmal? Ich hätte besser gar nichts sagen sollen und sollte sie auch nicht auf die Idee bringen, sich mit der RNK anzulegen. Okay. Was sind das hier für eine überhaupt von Ort? Ranger Station Charlie. Wir sind verantwortlich für die Kontrolle des Highways bis nach Novak. Ist dir denn irgendwas Seltsames passiert in letzter Zeit? Alles ruhig im Moment. Ranger Beaumont hat das Kommando, aber er führt gerade eine Patrouille an. Okay, reden wir über die Ranger. Wir sind teils Kundschafter, teils Kommandosoldaten und teils Sheriffs. Das Training ist brutal und nur 2 von 10 Rekruten stehen es ganz durch. Bevor man ein Ranger-Abzeichen kriegt, muss man beweisen, dass man leiser als ein Schatten und wilder als eine Todeskralle ist. Aha. Gibt's denn viele Ranger in der Mojave? Oder Mojave? Mojave, glaube ich. Ein paar Dutzend, würde ich sagen. Die meisten sind in Posten wie diesem stationiert. Wir bemannen die Station oder patrouillieren in der Umgebung. Aha. Okay, und wie wird man Ranger? Ich glaube, wenn ich das bin, dann hasst mich die Legion, aber egal. Die meisten Ranger waren normale RNK-Soldaten. Wenn einer besonderes Geschick im Kampf und beim Spähen zeigt, wird er fürs Training vorgeschlagen. Okay. Ich habe ja schon ein bisschen was für euch erledigt, aber sprechen wir uns anders. Na klar. Wie wär's mit dem Thema? Auf Wiedersehen! Wir sehen uns. geil. Hat niemand von euch hier irgendwie so Sidequests oder so? Die von LNK haben mir schon gefallen, also die anderen nicht gemacht habe. Dann könnten noch ein paar darauf zukommen. Ist hier denn noch irgendjemand? Hallo? Ist hier jemand? Ist mir jemand, der hier mir so ein paar Jobs geben kann? Ich suche einen Job. Wie ist der Scheiß nochmal? Diese beschissenen Kackjobs, ey. Na, wo sie immer viele ausnutzen eigentlich. Also wo viele Firmen die Leute, die Arbeitnehmer ausnutzen. Komm ich da nicht drauf, ey. Manchmal, wie gesagt, so leichte Wörter. Teilzeit, nicht Teilzeit, ne. Kurze Teilzeit, nein. Zeitarbeit, na endlich. Losgehen. Zeitarbeit. Fucking Zeitarbeit. Haben bestimmt schon irgendwelche Leute von euch Erfahrungen gemacht. Positive sowie negative. Meist ja wohl negative, weil die Firmen, die bei uns hier in der Gegend sind, ich sag jetzt nicht, wo ich herkomme, aber die bei uns in der Gegend sind, die kannst du absolut vergessen. Habe ich aber zwar keine persönliche, aber zweite Hand Informationen eben. Also meine Freunde, direkten Freunde, waren da und ich habe das ja mitbekommen, wie das abläuft. Zum Kotzen, ey. Fängst du an, arbeitest dir den Arsch aus, musst du, so gesagt, den ganzen Tag arbeiten, gehst ins Bett, weil du kaputt bist, die wecken dich aus dem Schlaf, rufen an und sagen, dass du noch woanders hingehen sollst oder so. Und dann, wenn sie mal einen Tag oder 2 Tage keine Arbeit für dich haben, kündigen sie dich gleich. Schweine? Oder arbeitest die ganze Zeit irgendwie 4 Monate oder so oder durch? Oder nicht 4 Monate, weil dann, ich glaube, so lange war nicht da, weil ist dann eine Zeit lang schon in der Zeitarbeit drin, arbeitet ordentlich, ist dann mal einmal krank für 2 Tage. Und wird gleich wieder rausgeschmissen. Für die 2 Tage. Denkt ihr auch, 9? 2 Tage? 9? Wir müssen die 2 Tage bezahlen und er macht gar nichts? 9? Naja, ich war verkrüppelt. Ich penne noch eine Runde. Gleich, wenn ich in Novak bin. Novak. Der ist Novak. Und der ist dieser scheiß Dino, von dem ich geredet habe, da. Da ist der fucking Ruckel-Dino. Die Festplatte ist voll, ey. Oh, ich darf nicht mehr lange aufnehmen. Ich muss die Part hier kürzer machen, ey. Die Festplatte ist voll. Das war eine 2 TB Festplatte, aber die ist voll. Ich muss unbedingt mal was wegrennen. Nur weg. Und da ist ein Händler. Nur ein Brahmin? Ein Brahmin aber mit Kisten. Stumpf. Hallo. Prim ist eingeknickt und hat die RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu fühlen. Ey, das habe ich schon mal gesagt. Eingeknickt.
Ich habe nur gerade was, mir ist gerade was durch den Kopf gegangen. Aber egal. Ich weiß ja, wie das Spiel hier endet, wenn man den Dings angehört hier, der NK. Ich frage mich, wie das ist, wenn du der Legion angehörst. Wahrscheinlich das gleiche, nur eben umgekehrt, so gesagt. Oh, Kriegsgeld. Auch was wert. So, dann, wo müssen wir überhaupt hier denn hin? Ich glaube zum Dino, ne? Oder Richtung Dino. Ah, genau, zu ihnen hier. Da, guck mal, wer der ist. Ha, aus, Goodspring, genau, Goodspring ist der Scheißort. Hallo, wie war dein Name nochmal? Victor, genau, Victor. Komischer Roboter. Na, da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Goodsprings ist. Was machst du denn hier in Norwegen? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Genau wie ich. Was ist denn das hier für ein Ort? Novik, netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Was? Ungut? Oh, ungut. Warum sind die Diebe oder was? schön. Hier draußen ein freundliches Gesicht zu sehen. Geht mir genauso. Kann der alte Vic was für Sie tun? Noch eine Pistole. Du hast gesagt, dass die Leute, die mich angegriffen haben, in diese Richtung gingen, ja? Nein, habe ich nicht, so viel ich weiß. Aber sie könnten sich umhören. Die Leute von Norwegen sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Wie in jedem Dorf. Geh mal einfach aus dem Weg, Roboter. Na genau, wenn ich das wieder sage, dann kommt wieder genau das hier. Ich könnte noch eine Pistole an meiner Seite gebrauchen. Mächtig nettes Angebot. Aber ich muss meine Kräfte sparen, wenn ich es bis New Vegas schaffen will. Ich bin mir sicher, Sie kriegen das auch bestens hin, wenn der alte Weg Sie nicht aufhält. Aufhält? Bis bald. Wir sehen uns. In der Tat, wir sehen uns. So. Abhusten. Scheiße. Aha. No. Anove kennt sie. Ich weiß auch wieder nicht, was das heißt, weil ich weiß nicht, was... Kennt sie? Oh Gott, ich muss mir echt noch einen Duden hier neben stellen. Weil das heißt, deswegen heißt der Novek. Der Ort ist stumpf. Nur weil ein paar Buchstaben weg sind, ey. Nicht schlecht. So, dann gehen wir einmal in die Dino. Ich glaube nämlich, dass ich sehe jemand drin, der Ahnung hat. Ist das schon wieder Dingshänder? Ja, Reisenhändler. Warst du das nicht? Nicht bös gemeint, aber wenn ich nicht im Dienst bin, brauche ich dringend etwas Ruhe. Ich schlafe leider nicht so gut. Kein guter Zeitpunkt im Moment. Wenn Sie reden wollen, kommen Sie vorbei, wenn ich Wache habe. Nach 9 Uhr abends im Dinosaurier. Okay, Wiedersehen. Yep. Yep. Bist ja geil, du geiler Typ, ey. Dinosaurier. Hat der eigentlich noch auf der LAN? Jo, der glaube ich noch auf. Hallo. Willkommen im Dinobald. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Ich suche einen Mann im karierten Mantel. Haben Sie so jemanden gesehen? Klar, aber er hat keine Souvenirs gekauft. Hört er sich an, als hätte er sein Geld vergessen. Seine Freunde waren deshalb ziemlich enttäuscht. Wäre ich aber auch, wenn ich so einen tollen Laden finden würde und dann mein Geld vergessen hätte. Vielleicht kann Manny Ihnen mehr sagen. Es schien so, als würde er ein, zwei von Ihnen kennen. Tagsüber ist er oben im Dino-Maul. Der Typ, der mir gegenkam. Was verkaufen Sie denn hier alles? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Scheiße, wie sie gut. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs. Raketen und ähnliches. Erzählen Sie mir mehr über die Raketen-Souvenirs. Es sind Miniaturmodelle einer echten Rakete, sehr detailreich. Sie enthalten sogar eine Flüssigkeit, die sie zum Leuchten bringt. Ich habe gehört, Repcon hat sie früher als Andenken bei ihren Führungen durch ihren Hauptsitz in Henderson verteilt. Aber sie mussten sie aus dem Programm nehmen, nachdem ein paar Kinder sie leer getrunken hatten, weil sie dachten, da wäre Nuka-Cola drin. Die Zeitungen hatten sogar einen Namen für die Krankheit. Repcon zittern. Keine gute Zeit für Robco.
Aha. Aha. Aha, stopp. Wie sind Sie denn hierher gekommen, in diesem komischen T-Rex hier? Nun, Sie haben Ihre Restbestände im Dinobyte abgeladen. Aus steuerlichen Gründen. Aber das war vor meiner Zeit. Inzwischen sind Sie schwer gefragt. Es sind schließlich einzigartige Sammlerstücke. Aber vielleicht habe ich noch ein paar im Lager. Lager? Bestimmt das Lager voll von den Scheißdingern. Oh, und was mit Vorräten? Und Waffen? Haben Sie da was für mich? Waffen? Ich, ja, ich habe ein paar. Mist! Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Sag ich doch echt. Okay, ich würde mir mal anschauen, was ich zu verkaufen habe. Bitte keine T-Rexe. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Treiben wir einen T-Rex oder ich jage dir eine Kugel in den Kopf. Wow, ich habe sogar schon Raketenwerfer. Raketenwerfer an links hier. Flammenwerfer. Ich glaube, sonst habe ich hier nichts mitgenommen, ne? Aber jede Menge. Oh, hier von mir schon hier so viel mit. Gegrillt. Fressen. Muss ich mich mal reinpfeifen. Sonstiges. Vogelsgeld. Wow. 31 Deckel, das hat richtig gelohnt. Kommen Sie bald wieder vorbei! Oh rein! Das ist die scheiß T-Rex-Dinger. Dinky-Souvenir. Gewicht 01, Wert 1. Geil. Was hast du gegen, wenn ich was klaue? Scheiße, hier muss ich warten, bis der Typ wieder fertig ist. Wollen wir schlafen? Ich will ein Zimmer haben. Los, gib mir ein Zimmer. Suche ich mir so eine räudige Matratze, die hier draußen liegt. Penn da drin. Mir ist scheißegal. Howdy. Mal gucken, wo ist denn hier die na, das Büro, damit man hier ein Zimmer mieten kann. Am Anfang wohl. Ja, einfach Schalter. Automat? Verkaufsautomat. Nimm mir den Scheiß. Solange es nicht klauen ist. Was ist das für ein Ding? Briefkasten? Aha. Wird auch anders hingeschickt? Wahrscheinlich. Hallo. Überall hat diese scheiß Dinos hier. Bah. Warum leuchtet das so komisch im Glas? Ach, egal. Nun, herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Hallo. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Okay. wir kennen uns noch nicht. Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Ah, okay. Was ist das hier für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak. Dies hier ist das Dino D Light Motel und es gehört mir. Welche interessanten Plätze gibt es denn hier? Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Wenn da viel los ist, das gefällt mir. Sonst noch was? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Oh, jeden versklaven? Selbst die Sklavenhändler versklaven sie gegenseitig? Stimmt das wir? Erzählen Sie mir mehr über Repcon. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Naja, keine Kugel im Kopf. Warum beende ich das Gespräch? Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Ja, ich wollte noch weiterreden, Mann. Ich will mich an einen Mann namens Barry rächen und brauche jemanden, der mich in Schuss hält. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Was? Saison? Was für eine Saison? Ach, egal. Wir sind unter Kronkorken.
Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Wie kann ich mich mit Vorräten eindecken? Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im Dino-Bite-Geschenkeladen vorbei und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Komm mal, nicht viele Leute. Und was tut sich in der Stadt so in letzter Zeit? Mal sehen. Dass die McBride hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Dann sagt er rumsitzen, nee. Gott. Nein, so gemein bin ich nicht. Obwohl ich eigentlich böse hier sein wollte, oder? Naja, ich habe noch nichts Böses bis jetzt gemacht. Also auf Wiedersehen. Hüten Sie sich vor Fremden. Okay. Soll ich vor Fremden hüten? Vor Fremden. Was soll das denn? Ich sag, ich soll mich vor Fremden hüten. Hab ich gemacht. Räudig abknallen, wie einen räudigen Hund. Aha, ist sogar der Fernseher. Auch wenn hier kein Fernsehprogramm mehr gesendet wird. Ist hier sonst noch irgendwas? Dann kannst du bestimmt nichts mitnehmen. Tapir. Truhe. Leer. Kaputtes Sofa. Kaputt. Schrank mit nichts drin. Kühlschrank. Ein Scotch. Boah, die Scheiße kann sie in den Arsch stecken. Mal nehme ich mit. Der ist was wert. Ja, geil. Schmutzig, ey. Dass die hier nie oh Gott, wie scheißegal sah das gerade aus. Dass sie hier nie Seife oder so gefunden haben und geschafft haben, ihre ihre Wäsche zu waschen, ey. Alle laufen sie mit dreckigen Klamotten durch die Gegend, ey. Gott, ey. Haben die es verlernt? Aber ohne Pen hier. Um 9 Uhr morgens, ne? Ungefähr 13 Stunden. Hätte gesagt, ab 9. Pennen wir, dann sind wir wieder gut gestärkt. Ich glaube, unsere Körperteile haben sich auch regeneriert. Hoffe ich mal auf jeden Fall. Sehr schön. Muss ich den Schlüssel zurückgeben? Die sind verkrüppelt. Viel Spaß. Stuppi. Oder mal die 9 Uhr morgens. Dann muss man wieder ins Hotel. Also der Laden hat schon mal auf. Auch wenn er nicht drin ist. Ah, da ist er doch. Hallo. Verdammt. Schleichen Sie sich ja nicht nochmal so an. Was wollen Sie? Die Ledger verpassen. Nein. Erwarten Sie Besuch? Ja, vielleicht. Aber nicht so jemanden wie Sie. Wie nett. Vielleicht sind Sie ja genau das, worauf ich hätte warten sollen. Was suchen Sie hier? Eine Glatze. Was? Ich wollte nur mal die Aussicht ansehen. Ich glaube, Sie sollten besser gehen. Ich versuche ja nur nett zu sein. Die Mühe können Sie sich sparen. Ja, ich hasse dich auch. Tja, ich bin nicht von hier. Nein. Sie sind wirklich nicht von hier, wie? Sie sollten vielleicht nicht gehen. Noch nicht. Warum das denn? Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Sie sind nicht von hier. Schon mal ein Anfang. Okay, was soll ich tun? Ich will, dass Sie was rausfinden für mich. Weiß zwar nicht, ob es überhaupt was rauszufinden gibt, aber jemand soll es versuchen. Eines Nachts, als ich Wachdienst hatte, kamen Sklavenjäger der Legion zu uns ins Haus und haben meine Frau mitgenommen. Sie wussten, wann sie kommen mussten und kannten den Weg genau. Und sie haben nur Carla mitgenommen. Das hat jemand eingefädelt. Ich weiß nicht, wer. Okay, Sie versuchen, Ihre Frau zu finden? Meine Frau ist tot. Ich will den Hurensohn, der sie verkauft hat. Das ist ja hart, ey.
Okay, was soll ich denn machen, wenn ich die Person finde? Bringen Sie die Person draußen vor das Nest, während ich Wache habe. Ich habe die Nachtschicht. Ich gebe Ihnen mein RNK-Barett. Setzen Sie es auf, als Zeichen, dass Sie neben der richtigen Person stehen. Um den Rest kümmere ich mich. Geil. Das muss ich alleine machen. Einfach die irgendwelche Stück. Ist was. Malte sehen, was ich tun kann, um ihm zu helfen. Gut. Sie werden es nicht bereuen. Ach, noch was. Wir sollten nicht mehr miteinander reden, bis die Sache gelaufen ist. Niemand in der Stadt weiß, was mit meiner Frau passiert ist. Ist auch besser so. Sonst ist die Legion als nächstes hinter mir her. Mhm. Wo wissen Sie denn, dass Ihre Frau tot ist? Ich weiß es einfach, klar. Und alles Weitere geht Sie nichts an. Okay. Mach ich. Alles Bescheid. Auf Wiedersehen. Yep. Yep. Geil. Okay, dann schalte ich die Quest hier mal aktuell. Falls die Quest das nicht selbst getan hat. Ne Quest, hast du es getan? Doch, bei was? Also nee, doch. Hast die Quest. Optimal, in Norweg nach Informationen über den von Bones Frau so. Niemand denkt, wir müssen nach Hause. Was? Vor Dinky? Den Dinosaurier? Vor Dinky den Dinosaurier schicken, dann hat man doch so einen. Wie dumm. Wie soll ich den näher schicken? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber wir warten bis zur nächsten Episode. Die kribbelt sich immer noch hier längs. Stopp, ey. Ja, meine Platte ist gleich voll. Und ich weiß nicht, was Fraps macht, wenn die Platte voll ist. Nachher versucht er weiter zu schreiben und dann, keine Ahnung, stürzt Windows ab oder so. Und dann habe ich gesagt, Scheiße, nochmal machen. Nein, 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 das will ich nicht. Mein Husten wird eh schlimmer. Also, ein guter Moment aufzuhören. Oh Gott, jetzt. Jetzt hört meine Stimme völlig auf. Sag ich ja, ich habe heute zu viel gespielt. Noch richtig voll auf Fahrt gewesen. Jetzt kommt der Husten, die Stimme quiekt. Es ist Ende. Naja, ich hoffe, das nächste Mal bin ich wieder voll auf Fahrt und ohne Husten, ohne Schnodderseuche, ohne Quietstimme. Bis zur nächsten Episode, wo wir rausfinden, virtuelle hat die Frau getötet. Oder vielleicht lebt die Frau noch. Wer weiß. Ihr wisst es. In der nächsten Episode. Ja, jetzt kommt Leb wohl. Leb wohl, Leute. Leb wohl. Gott, warum krümmelt sie die ganze Zeit?